manchmal schief und so. Und dann sagst du mal Bescheid, ob das nun so alles klappt und du da auf dem Server stehst. Mitten auf der Karte, nackt im Wind. Genau. Barry Mod Mother. Dann muss ich jetzt erstmal durchlesen. Du cheerst. Was? Wer ist das denn? Ich bin's, deine Fairy Mod Mother von Twitch. Ich bin unterwegs, um etwas Feiertagsfreude zu verbreiten. 50.000, 5 Millionen, 500.000. Ich kann die Nullen alle gar nicht erkennen. Ich habe die falsche Brille auf. Also, falls du jetzt kein Bot bist, dann sage ich mal schönen Dank, ey. Funktioniert, ne? Okay, bist du unterwegs und verteilst überall was? Ja, da hätte ich dann noch so ein paar andere, die sich freuen würden. Geil. Ja, hast du auf alle Fälle jetzt Platz 1 bei den Cheers mal mit Abstand, ne? Ich danke dir. Sachen gibt's. Fairy Mod Mother. Da muss ich jetzt erstmal suchen. Wie geil ist das denn? Das ist bestimmt ein Fake. 1, 2. Hier, 50.000, das kann nicht sein. Wo muss ich denn jetzt hier klicken, dass hier mal was refresht? Weil 50.000 Bits, Leute, sind 500 Euro oder Dollar, besser gesagt, ne? Ich wollte keine Steuer, ich wollte keine Gewerbesteuer zahlen, ehrlich nicht. Ist auf jeden Fall ein Twitch-Partner, ja, das wäre zu vermuten. Fairy Mod Mother. Demnächst beantworte ich eure Frage, ob du der Mo ob ich der Modder bin, mit Ja. Damit die Mod-Mutter noch mal kommt. Zehntausend Follower. I'm just granting rollerskating. Ist aber, ja, ist ein Partner. Okay. Und, Twitch, it's me, your das ist ein Account, von Twitch, was würdet ihr sagen? Weil kein Zeitplan, keine Videos, kein gar nichts, einfach nur ein Account. Hey. Ja, Leute. Da würde ich mal sagen, muss ich jetzt zusehen, dass ich die wieder klein gehackt kriege. Ich glaube, die Verlosung zwischen Weihnachten und Neujahr, die ich ja eh geplant hatte als Giveaway, wird etwas größer ausfallen. Ich hatte da solche Sachen vorbereitet, wie zum Beispiel, mein Bärchen, mein Glücksbärchen, Handarbeit, hier aus Berlin vom Boxi, eine ganz liebe Frau, die sowas so handarbeitet und die hat extra den für mich gemacht, weil ihre Bärchen, die sie so hat, sind eigentlich immer andere Farben, so ziemlich bunt. Und ich habe dann zu ihr gesagt, also Bären sind ja eher braun und schwarz und so. Deswegen hat sie mir ein Bärchen extra gemacht. Und das ist alles Handarbeit, fragt mich nicht, wie das geht. Ist ziemlich geil. Und ja. Den gibt's. Und dann gibt es Kaffeetassen mit meinem Bärchen drauf. Ich habe leider gerade meine Weihnachtskaffeetasse im Betrieb. Das könnte ich euch dir auch zeigen. Oder meine Mütze. Kennt ihr schon die Mütze? Weil du kennst sie schon, Ronald, oder? Die Mütze. Verfolgt mich immer abends, ne? Ah, komm, dann setze ich sie jetzt extra für dich auf. Warte. Eigentlich setze ich sie.
Leute. Jetzt nicht lachen, ne? Und so. Ah, so. Ich bin nämlich zuständig für den Kuhstall auf Elm Creek. Ne? Ja. Onkel Olli, noch ein Onkel. Danke für dein Follow.